Hallo, hier ist wieder euer Olli Schmidt, der Olli Schmidt von Schmidt Maschinentechnik. Heute will ich euch ein Experiment zeigen, was ich hier mal vorbereitet habe. Und zwar will ich testen, ob die Bagger von Eurocomach auch das heben, was im Prospekt steht. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und zwar will ich das machen, weil wir zwei Maschinen miteinander vergleichen wollen, weil der Kunde gern wissen will, ob sich das prozentual zum Gewicht der Bagger verhält oder irgendwie anders. Und deswegen fangen wir hier heute im Teil 1 mit diesem 65 TA an, 6,5 Tonnen Klasse mit Verstellausleger. Und im Teil 2, der folgt später, weil der 55 TA noch in der Werkstatt steht, der kriegt eine Zentralschmieranlage von uns nachgerüstet. Aber so wie die da dran ist, mache ich den gleichen Versuch unter gleichen Bedingungen mit dem 55 TA. Jetzt wollen wir heute mal gucken, wie viel der 65 TR über die Seite hebt. Ich habe das über die Seite angeordnet, weil unsere Waage, so eine Staplerwaage, nur eine Tonne hebt. Und deswegen jetzt hier über die Seite. Über die Seite soll der Bagger bei 5 Meter Auslage, die ich hier angezeichnet habe, also der Strich ist bei 4 Meter von Mitte, Anschlagpunkt, 4 Meter, aber der Bagger, diese Werte, die die angeben im Prospekt oder im Datenblatt, die werden ja immer von Mitte Bagger, also Zahnkranz, angegeben. Und weil der Bagger 2 Meter breit ist, ist logisch die Mitte vom Zahnkranz 1 Meter. Also von da bis da 1 Meter und von da bis da 4 Meter, gibt insgesamt 5 Meter. Jetzt starte ich den. Muss schwer aufpassen, das ist nämlich eine Kundenmaschine, die haben wir umgeklemmt, also die hat keine Eurosteuerung mehr. Der Kunde wünscht linken und rechten Hebel vertauscht. Das gibt es tatsächlich noch. So, ich starte das jetzt, das Gerät, und hebe an und dann schauen wir mal, wenn der sich anfängt hier zu lupfen, was uns Ruhe anzeigt. Kannst du mal auf die Uhr zeigen jetzt? So, ich fange jetzt an zu heben. So, jetzt hat er die Kette hinten gehoben. Kann man jetzt hier sehen. Also natürlich nicht besonders. Ich lasse das jetzt mal runter und dann sieht man, dass er sich gehoben hat. Also erstmal gucke ich genau, wie viel Kilo, 844 Kilo. So, jetzt habe ich es wieder runtergelassen. Also der hebt über die Seite bei 5 Meter, ist der angegeben im Prospekt mit 610 Kilo, die er dann noch heben kann. Wir sehen also, er kann weitaus mehr heben. Er hebt 844 Kilo über die Seite, plus den Power-Till, der dran hängt. Also normalerweise hängt natürlich ein Schnellwechsler sowieso dran. Der wiegt vielleicht ja, in der Klasse 80 Kilo. Der Power-Till hier von Rädlinger wiegt 180 Kilo. Das heißt, er hebt 944 Kilo. Das sind 330 Kilo mehr wie angegeben. Also der Bagger hat die Gewichte, das Heben schon mal gut überstanden, würde ich sagen. Macht's gut, Teil 2 folgt demnächst.